Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Guild Wars. Mir ist jetzt gerade was aufgefallen, das habt ihr bestimmt auch gerade selber mitgekriegt. Die Asura stellen die Ohren auf, wenn sie kämpfen. Habt ihr das gesehen? Ich habe ihn ja gebaut wie Yoda. War ja so vorgesehen, dass er aussieht ein bisschen wie Yoda. Aber sobald ich mit meinem Yodi im Kampf bin, richtet er die Ohren auf. Was ich total verwirrend finde. Was sieht so. Und durch das Malen sieht es so ein bisschen. Ja. Wie siehst du denn jetzt aus? Wie so ein kleiner. So als ob das Hörner wären. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja, in der letzten Folge habe ich euch ja ein bisschen über Guild Wars 1 im Ohr abgekaut und das wollte ich euch noch ein bisschen machen. Und zwar gibt es. Erfolge und Titel, die man sich aus dem ersten Guild Wars ja, mitnehmen kann. Zum Beispiel Loyaler gab es, glaube ich. Das nicht, das nicht. Reisender ist, glaube ich, aus dem Alten. Veteran ist definitiv aus dem Alten mit. Respektabler Erfolgstyp ist, glaube ich, nicht. Das wird euch zum Schweigen bringen. Und es gibt zusätzlich. Moment. Gute Nacht. Weg. So. Das ist leider auch gegangen. Und jetzt zeige ich euch mal noch was. Habe ich ganz vergessen zu zeigen am Anfang. Und zwar der Portalstein der Halle der Monumente. Ich breche ganz kurz nicht die Aufnahme ab, sondern ihr seht ja Auge des Nordens. Das ist aus dem Standard Guild Wars, das Addon Eye of the North. Das war damals hier eine große Festung. Ist es auch jetzt im Endeffekt nochmal, wenn man guckt hier, sieht immer noch aus wie eine Festung, ist aber halt zerstört und verlassen. Und Konstrukteur Mulenix ist ein Geist, der arme Typ. Ich glaube, die standen auch früher hier rum, als normale Charaktere. Ja. Mika Ferguson ist Hallo, definitiv damals Fender. auch in der Story mit vorgekommen. Und Stacy Magelsen, da kann ich mich nicht erinnern, es könnte aber ein Händler gewesen sein. Und zwar, wenn ihr, um wieder aufs Thema zurückzukommen, wenn ihr aus dem Standard Guild Wars ein paar Erfolge macht, wie zum Beispiel legendärer Überlebender, eine ganze Karte aufgedeckt, eine legendäre Waffe zusammengebastelt, eine legendäre Waffe gefunden, etc. pp., dann habt ihr früher hier in der Halle der Monumente, das gab es hier, hier, hier. Hier konntet ihr einen Banner aufhängen. Und zum Beispiel, wenn ihr ein spezielles Waffen- oder Rüstungsset hattet, zum Beispiel eine altehrwürdige Rüstung ist zum Beispiel ein legendäres Waffenset. Rüstungsset gewesen früher. Ich hab's heute nicht so ganz mit der Sprache. Und die konnte man dann hier ausstellen und auch mehrere Sachen dahinstellen. Oder auch zum Beispiel Miniaturen galten auch als sehr wertvoll. Also es gab schon ein paar Miniaturen dafür sind. Einige 100 Platin und auch oder Ektoplasmakugeln gezahlt wurden. Also, wie gesagt, 100 Platin war das Maximum, was man handeln konnte. Und der Rest wurde in Ektoplasmakugeln aufgewertet oder ausgegeben. Und ich weiß ungefähr, ich habe einmal ein Haustier verkauft und habe dafür, ich glaube, 100 oder 150 Ektoplasmakugeln gekriegt. Das war so selten. Ich persönlich habe es nicht gebraucht. Ich fand es total hässlich. Und es wollte jemand unbedingt haben und hat mir dafür so viel Ektoplasmakugeln geboten und dann dafür habe ich mir, glaube ich, dann damals eine Waffe geholt. Und zwar kriegt man halt. Man kriegt, wenn man in Guild Wars 1 solche Erfolge abschließt und halt bestimmte Sachen macht, wie zum Beispiel das Schwarze Moa küken oder halt die Karten erkunden. Oder zum Beispiel den Dimensionsriss. Oder, nee, Riss der Unterwelt hieß der Dungeon damals. Dafür gab es Erfolge und hier gibt es dann eher, wie heißt das, Vermächtnisrüstung. Und zum Beispiel können wir uns jetzt mal ganz kurz angucken. Ihr seht ja, ich habe hier einiges im Vermächtnis drin. Miniatur freigeschaltet. Drachenfeuerschwert, Vorschau. Ihr seht, ich habe es ja letztens gesagt, es ist ein Schwert. Das Drachenfeuerschwert, das war früher sogar ein seltener Skin. Auch zum Beispiel das
Diamant-Aegis. Sieht zwar ganz cool aus, aber naja, nicht wirklich, ne? Noch eine Maske, voll hässlich, geht gar nicht. Aber das war mehr, also diese Masken sind eigentlich mehr so aus Elona gewesen. Und gucken wir mal, es gibt noch einen Kurzbogen, der wirklich nur aus Zweigen besteht. Also ein Gehstock, das ist, glaube ich, das sieht man gerade sehr schlecht. Geführt, machen wir geführt. Ne, es ist da nicht mit einer Stange vorne dran. Sieht aus wie der Stab von Gandalf. Was haben wir noch? Vermächtnis Kopftuch. Ja gut, hier sind dann, wir gucken uns mal das nur die Vermächtnisrüstung für Schwerrüstung an. Halt, hier. Und das seht ihr schon, das ist eine Vermächtnisrüstung. Ich weiß nicht mehr, welches Set das ist. Dieses Set gab es früher aber auch. Ich komme es vielleicht nicht drauf, was das für ein Rüstungsset ist. Aber ihr seht schon, das sieht halt, ja, als Erbenrüstung. Ich meine, die Farbgebung ist jetzt halt leider Gottes nur so gewählt, so ein bisschen krampfhaft, weil ich noch die, das nimmt dann die Farbe an von der Grundrüstung, die ich habe. Wir können uns auch noch die anderen angucken. Einmal das, 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 die Schultern und die Maske. Das ist zum Beispiel jetzt, müsste leichte Rüstung sein. Ja, leichte Schulterrüstung. Sieht jetzt auch nicht so schlecht aus. Mir persönlich wird es nicht gefallen, aber es gab Leute, die sind damit definitiv rumgerannt. Jetzt gucken wir uns noch die mittlere Rüstung an. Ja, okay. Das als Schröge hat schon was. Könnte man jetzt nicht sagen, das sieht scheiße aus. Also, wie gesagt, das ist Geschmackssache, aber ich finde, es sieht nicht scheiße aus. Ein Haustier gab es auch noch, habt ihr gesehen. Und die Diamant-Aegis habe ich gezeigt. Und wie gesagt, ich habe nicht viel. Es gibt von 50 möglichen Erfolgen, die man machen kann, habe ich, glaube ich, 8 oder 9. Vielleicht sogar 11, die ich noch am Ende gemacht habe, aber ich habe auf jeden Fall nicht alles. Also man kann da wirklich extrem viel aus dem alten Guild Wars mitmachen. Und ich habe ja auch gesagt, beim alten Guild Wars war Sterben was Schlechtes, also was richtig Schlechtes. Weil es gab ja den Erfolg, zum Beispiel legendärer Überlebender, bis aufs Maximum leveln, ohne zu sterben. So einen ähnlichen Erfolg gab es hier auch. Da muss ich mal gucken. Unter H. Erfolge allgemein. Chronik? Nee, Chronik nicht. Gemeinschaft. Wow, so viele Getränke soll ich trinken. Nahrungsstücke. Kostüm. Waffenmeister, Mode. Händler, Held. Ihr seht ja, also ihr könnt ja auch gerne hier schließt 8 Verliesgeschichten ab insgesamt. Ich habe 4 schon abgeschlossen, weil ich habe nie so viele Verliese gemacht. Und irgendwo gab es auch den Erfolg Überleben auf Lebenszeit. Hier steht's. Das ist jetzt nicht zu vergleichen mit dem bei Guild Wars. Da waren es, ich glaube, 2 oder 4 Millionen EP, dann war man Maximallevel. Hier ist es aber so, hier geht es ja bei Guild Wars 2 bis Level 80. Beim Standard Guild Wars war Level 20 das Maximum und hat sich auch ein ganzes Stück hingezogen. Zum Beispiel hier gibt es auch den Erfolg Charaktergeburtstag 1 Jahr. Mein Bachadrum ist jetzt 3 Jahre alt. 3? Ja, 3. Würde dieses Jahr 4 werden. Und ja, es ist halt, naja, auch mal was anderes. Also, wie gesagt, es kann jeder mal selbst gucken. Ich guck mal, ob es noch ein Überleben-Erfolg gibt.
Nee. Okay. Es gibt auch zum Beispiel die Erfolge hier für Bezwinger, Söhne Swanias, Lindwurm. Und dann auch noch Insektenbezwinger, Schleimbezwinger, Minotaurenbezwinger. Und am Ende gibt es dafür überall dann solche Erfolgspunkte. Und für diese Erfolgspunkte schaltet diese Kisten frei. In den Kisten ist Gold drinne, Lorbeeren, Account-Boni, wie zum Beispiel jetzt hier mehr Goldbonus. Das seht ihr ja. Und halt entweder Waffenskins, Rüstungsskins. Man kann sich aber zum Beispiel bei den Sachen, die jetzt hier unten stehen, und eine Auswahl an. Da kann man immer bloß dann eins wählen. Bei den Waffenskins ist es so, die kann man sich mehrmals auswählen. Ich habe von diesen, ich weiß nicht, wie sie heißen, Zenith oder so heißen die. Da habe ich so gut wie jeden Waffenskin, weil die sind eigentlich sehr einfach zu bekommen. Aber so diese leuchtende Überwurf zum Beispiel, das habe ich auch gewählt. Weil das sah eigentlich ganz cool aus. Das ist dann am Ende diese eine Rüstung, da sieht ist man am Ende so in Flammen. Und diese leuchtende Rüstung, ja, ist klar, das ist man dann so ein silber-goldener Held. Ich wollte was kaufen. Was hast du so? Antiker Golem-Kopf. Nö. Sieht nicht cool aus. Ist nichts Schönes. Und ja, wie gesagt, wenn ihr dann richtig viel von den Erfolgen habt aus dem Standard Guild Wars, es gibt, wenn ich es nicht vergesse, dann verlinke ich euch das vielleicht sogar mal. Da muss ich mal gucken, ob ich das finde. Denn es gibt wirklich sehr, sehr viele Sachen, die sich lohnen zu machen, weil die Ausrüstung, so die man dadurch bekommt, ist einfach genial. Das sind manchmal so richtig geile Skins dabei. Ich meine, das Drachenfeuerschwert hat mir früher sehr gefallen. Also, ich meine, jetzt heutzutage sagt man, naja, okay, nicht so geil, weil es hier einfach viel mehr Möglichkeiten gibt, was es so an Skins zur Auswahl gibt. Hat man früher aber nicht gehabt, also hat man sich damit zufrieden gegeben, was es so gab. Und da war das halt schon richtig nice. Hier ist wieder einmal Karte aufdecken. Ich habe noch gar nicht geguckt, wenn ich das die Zeit vergessen habe. Nee, noch 2 Minuten. Okay, nice. Gucken wir mal, das ist ein Nahkampfangriff. Das ist eine Mauer vor uns und das macht Blindheit. Ping. Und das ist ein Grab, also damit ziehe ich Gegner hier, wenn ich jetzt zum Beispiel auf den mache. Okay, hat nicht geklappt, war zu weit. Den könnte ich dann ranziehen halt. Aber ihr seht schon, jeder 5. Angriff durch die F1-Fähigkeit fügt Brennen hinzu. Wenn man da solche schnellen Schlagkombos hat, wie das hier zum Beispiel, zack, 2 Brennen drauf, easy. Wie gesagt, Brennen fügt auch bis jetzt so ziemlich den meisten Zustandsschaden zu. Es gab ja früher die Möglichkeit, also früher, ich erzähle mal so wie so ein alter Mann, ganz am Anfang vom Spiel gab es ja nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann jetzt Feuer stacken, so oft ich will. Das gab es halt nicht. Feuer war es, der Gegner konnte einmal brennen, Blutung konnte bis 25 stacken und Gift einmal. Jetzt ist mittlerweile so, Gift und Blut, Gift und Feuer kann so weit stacken, wie man es schafft. Und Blutung ist immer noch auf 25 reduziert. Weil Blutungsschaden wäre zu stark, wenn man das öfters stacken könnte, weil zum Beispiel ein Krieger, der mit Schwert spielt, der kann so schnell 25 Stacks Blutung draufkriegen. Wenn man dann zum Beispiel noch skillt, kritische Treffer fügen Blutung hinzu, dann geht es noch schneller. Aber da ist irgendwo auch dann ein Riegel vorgeschoben. Deshalb glaube ich auch persönlich noch nicht so ganz, dass es im Topf ist, wo es kocht, mit dem, dass man Feuer so weit stacken lassen kann, wie man will. Weil ich persönlich habe irgendwie immer noch das Problem damit,
Ich habe schon Videos bei YouTube gesehen, weil ich halt mal geguckt habe, hier zum Beispiel Krieger oder Wächter. Hab mich ja vorher halt nochmal informiert halt. Krieger wollte ich ja nicht unbedingt spielen mit dieser Klasse, mit diesem Char hier. Weil ich ihn halt schon hatte und auch schon auf Zustandsschaden spiel. Und ich habe halt geguckt beim Wächter, was so im Endgame halt richtig reinhaut. Und da habe ich auch gesehen, das war, ohne jetzt große Erschwerung zu machen, ich glaube Honeyball, deutsche YouTuberin, die hat sich auch einen Wächter gemacht und hat ihn auf finstere Werte, also Zustandsschaden, gebaut. Und sie hat damit, ich glaube, 36 Verbrennungen insgesamt gleich nacheinander stacken können mit dieser Kombination hier, also Feuer und Brennen. Und das war so abartig. Sie hat fast 10.000 pro Sekunde gezogen durch diesen Flammenschaden. Und wenn man dann vielleicht noch ein bisschen auf Crit geht und kritische Treffer haben eine Chance, zum Beispiel Blutung hervorzurufen, Gift oder sowas in der Art, das kann man ja alles dann sich aussuchen, je nachdem, was man halt für Runen nimmt oder Sigile auf der Rüstung. Da gibt es so viele Möglichkeiten, dass man sich dann halt extrem stark macht. Oder zum Beispiel Zustandsdauer, wenn man das noch irgendwo mit auf die Rüstung drauf bekommt. Da kann man jemand bestimmt... Jemand muss mir beistehen! Meine besten Forscher wurden gefangen genommen! Das ist inakzeptabel! Gut, ich habe jetzt aufgrund dessen, dass er uns eine Quest gibt, leicht den Faden verloren. Aber das ist nicht so schlimm. Ich erzähle einfach dann nächste Folge ein bisschen weiter. Denn die Viertelstunde ist rum. Ich möchte euch auch nicht zu lange auf den Keks gehen. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.